Resident Evil 6. Eine Demo-Version. Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen Hobbits und Engladum zu einem neuen Let's Test auf diesem Kanal. Einem Let's Test Resident Evil 6. Die Demo-Version für die Nintendo Switch. Ja, die Nintendo Switch-Version, habt ihr richtig gehört. Handy verschieb. Na dann. Brechen wir auf in ein neues Abenteuer, in ein neues Let's Test auf diesem Kanal. Resident Evil 6. Keine mysteriöse Stimme, muss ich sie halt machen. Speichern, hier wird uns das Speichern erklärt. Die Schreibmaschinen. Capcom Presents. Jetzt geht die Story los. Schauen wir mal, was es so Tolles zu erleben gibt. Und wo ist der Evil 6? Ich versau die ganze Stimmung. Was ist da los? Wo sind wir? Wer sind wir? Was machen wir hier? Umsehen? Ich weiß nicht, ob ich das will. Hier kann ich aufstehen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Das bin also ich. Aha. Okay. Wir fliehen. Ist nicht viel zu sehen. Oh. Aber was ich sehe, macht mir Angst. Okay, jetzt kommen wir halt laufen. Ich sehe nicht viel. Ja, was, wo? Wer sind wir? Was machen wir hier? Was? Durchhalten, Helena. Das ist mein Ziel. Aha, okay. Ein bisschen Licht. Ein bisschen Licht wäre ein Ziel. Wäre kein schlechtes Ziel. Ich halte sie nur auf. Gehen Sie. Aha. Wir sind wahrscheinlich Helena. Scheint unser so Name zu sein. Sie nicht davon. Na los. Pack ihn. Und greif ihn. Nimm ihn hoch. Wenn wir den Bildschirm doch ein bisschen heller machen sollen. Wenn wir doch ein bisschen helleren Modus einschalten sollen. Wir haben so viel durchgestanden. Jetzt wird alles schwarz.
Mhm. Attacke, mach's auf. Auf die Tür. Genau. Jo. Und. Und durch geht's. Na komm. Ich glaube, um ihr seid. Was auch immer ihr wollt. Weiter voran. Kämpf dich voran durchs Dunkel. Story-Einführung und Charakterbeschreibung gibt's im Hauptspiel. Wir haben's fast geschafft. Erklärungen von Sachen. Alles Hauptspiel. Mhm. Okay, wir haben es fast geschafft. Ja, aber wo lang jetzt? Das ist mal ganz im Dunkeln. Fast alles schwarz. Machen wir eine Pause. Nee, wieso? Ich will weiter. Ich will hier rauskommen. Wir haben es doch fast geschafft. Wieso eine Pause machen? Hilfekasten sein. Ja, ich sehe ihn bloß nicht. Finden Sie etwas, um die Wunden zu heilen? Es ist zappenduster hier. Wie soll ich hier einen Erste-Hilfekasten finden? Hat jemand eine Taschenlampe? Das wäre ganz nett. Das wäre nicht schlecht. Hier ist irgendwas. Mhm. Die rhythmischen Schritte auf dem Untergrund. Hier in der Mülltonne irgendwas drin. Alle Tasten drück. Eine Spielanleitung. Aha. Finde etwas, um die Wunden zu heilen. Ja, wie? Mach's nicht heller. Geh doch. So. Ist vielleicht zu hell, wenn wir gleich ans Tageslicht kommen, dann sind wir blind. Ja. So finden wir doch uns was zurecht. Lässt sich doch hier ein Erste-Hilfe-Set finden. Oder nicht? Hm. Ich hab nicht gehört. Schrecklich, gute Soldaten so sterben zu sehen. Ah, sehr gut. Pflanze. Du musst ja nicht gleich mit der Faust durchs Fenster. Ja, mach's doch auf. Achso, geht ja nur von innen. Ja, gut, sorry. Leon, sind Sie da? Anwesend. Hannigan. Gut, Sie sind okay. Wo ist Helena? Es geht nicht gut. Nicht so gut. Sie braucht medizinische Versorgung. Haben Sie noch Kräuter? Ein paar. Aber ob die helfen? Okay, hören Sie zu. Tun Sie genau, was ich sage. Da drehe sich doch. Krautgrün, wir müssen das mixen. Wir müssen kombinieren. Die beiden Kräuter. So, und jetzt bestätigen. Ja. Durchhalten, Helena. So, und mit R können wir hier Heilung. Zu viele gute Leute mussten ihr Leben lassen. Das ist ziemlich hell. Sie werden nicht dazu gehören. Leon. Gut, das war jetzt nicht so meine Absicht. Zombie.
Oh, Schuss. Sekunde, wir müssen kurz noch was einstellen. Ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Einstellungen zu treffen. Du bist tot. Genau. Ach, so geht das. So, kämpf. ZR. Jau. Der Controller vibriert. Bah. Ekelhaft. Mieser Zombie. Weg mit dir. Man muss ständig auf der Hut sein. An links. Sekunde. Ich muss mal hier kurz. Jetzt ist mir doch ein bisschen zu hell. Also mal ein bisschen das Licht dimmen. 25. Wird reichen. So. Da sieht das schon ein bisschen düsterer aus. Aber man kann was erkennen. Sieht schon ein bisschen ordentlicher aus. So, hier geht's weiter. Durch die Tür. Oh, der Schatten hat mich gerade erschreckt. Es wäre da ein Zombie von hinten gekommen. Gesundheitstablette, die wollte ich doch einsetzen. Was mache ich denn? Ich laufe hier glatt weg. Nein, nicht nach hier treten. Hier, heilen. Wie geht es Ihnen? Ich werde es schon überleben. Danke. Leon, was machen Sie denn? Sie müssen da weg, jetzt sofort. Wir gehen zum Quad Tower. Was? Nein, das ist zu gefährlich. Dort sind die SAA-Agenten mit Überlebenden. Ich lasse sie nicht dort. Verstehe. Lassen Sie mich helfen. Ich zeige Ihnen den sichersten Weg. Danke, Hannigan. Okay, ich habe das Feldtabuch auf Ihren PDA geschickt. Im Notfall finden Sie da drin alles. Aha. Aha, Wegfindungshilfe. Ja, noch brauche ich die nicht. Wir verlassen also nicht das Gebäude, wie immer in Resident Evil. Wir hauen nicht ab, wir nehmen nicht die Beine in die Hand und machen, dass wir wegkommen, sondern gehen noch auf das... Ja, wie gesagt, gehen noch auf die Gefahr hinzu. Lassen uns von keiner Angst erschrecken. Und lassen uns nicht verschrecken. Wir laufen einfach drauf zu. Warum auch nicht? Oha. Was haben wir denn da? Hannigan, kommen wir hier zum Turm? Ja, gehen Sie einfach geradeaus weiter. Naja, er wird wahrscheinlich links meinen. Geradeaus? Also so lang. Ja gut. Wie schießen? Ich habe das Schießen noch nicht gelernt. Wie überlebe ich hier, ohne gefressen zu werden? Munition. So boxe ich. Ach so schieße ich. Scheinbar boxe ich so. Na komm. Ah, so zielen und so schießen. Zombies überall. Okay. Ist ein bisschen laut hier. Da müssen wir Faustkampf üben. Müssen wir zum Faustkampf üben. Schuss haben wir nicht so mehr so viele. Ja, gut, wo bin ich, was mache ich hier? Alles so hastig. Sehe nicht, was ich mache. Scheinbar überlebe ich das. Munition kann ich gebrauchen. Die leben noch. Oh, wei. Was wo? Bin schon tot, lebe ich noch. Sterbe gerade. Okay.
Wurde ich gerade erstochen? ja. Klick, klick. Kämpfe gegen die Falschen. Ich glaube, mir geht es gerade nicht so gut. Heilung irgendwie. Munition habe ich hier. Schrotpistole. Die haben wir gerade nicht zur Stelle. Wir sind immer noch hier an derselben Stelle. Können wir hier irgendwie durch? Ja, hier können wir durch. Dann geht's weiter. Aha, okay. Sprint. Sprint. L plus B, Sprint, L plus B. Oha. Das sieht ungut aus. Der erste Tod. Natürlich nicht fortsetzen. L plus B. Aha, okay, L plus B. Na komm. Renn um dein Leben. Jetzt explodiert. Kabum. Renn. Knappe Sache. Haben wir es mal überlebt. Ich renne ja schon. Ich renne wie wild. Ich renne, als würde mein Leben davon abhängen. Das tut's ja. Im Spiel. Was? Das war hoffentlich ein Zombie. Der Controller vibriert die ganze Zeit wie wild. Was eine Action. Unser Pilot ist ein Zombie. Aber was? Oha, muss jetzt steuern oder was? Ah, scheiße. Y, verdammt. Wie ein Stern. Hat den falschen Knopf gedrückt. Der Heli macht es schneller. Na komm. Sag ich doch, unser Pilot ist ein Zombie. Ich glaube, mein Nachbar ist ein Zombie. Oha. Ich drück. Na, wie soll ich denn hier? Beim Hubschrauber fliegen und noch schießen. Bisher haben wir es gut überlebt. Naja, gut. Gerade so. Schmeckt schon hier im heutigen Part. Jo. Der Wahnsinn. Die Zombies, sie lauern unten auf uns. Oh shit. Bitte. Das war knapp. Okay. Ja. Notausgang. Wir brauchen eher Noteingang. Roger. Irgendwas ist ja faul. Ja. Die Zombies, die sind faul. Ha! Was denn jetzt?
Müssen wir jetzt einen Boss besiegen? Oder was? Nee, müssen wir nicht. Ja, schaut so aus, jetzt hätten wir das Spiel durchgespielt. Nur die Demo, aber ja. Szenarioauswahl, Leon, Chris, Jake, Ada. Ah, okay, jetzt könnten wir noch in einer anderen Rolle schlüpfen, oder was? Nur dieses eine Szenario in der Demo-Version. Alles klar. Schwierigkeit normal, schwer, leicht, Bildschirm ungeteilt, geteilt, ja gut, dann sage ich mal, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt, das nächste Video auf meinem Kanal, vielleicht irgendwann mal, Resident Evil 6 als Let's Play, ich will es nicht versprechen. Das kann ja mal vorkommen. Jetzt haben wir es mal als Test gebracht, die Demo. Ja, habt ihr noch einen angenehmen, frostigen Tag und haut rein. Ciao, ciao.